Kommentare unter andere Videos, wenn ich sie mir anschaue. Allerdings, was ich sehr selten mache, ich lese andere Kommentare relativ selten. Jetzt waren allerdings bei meinem letzten Video so wahnsinnig viele Kommentare darunter. Also vielen Dank nochmal dafür, dass ihr so zahlreich kommentiert habt. Ich bin teilweise gar nicht mehr hinterhergekommen, die Kommentare von euch zu beantworten, aber das war mir eine Herzensangelegenheit, das trotzdem zu versuchen und es geht also teilweise immer noch weiter. Also ich bin doch so ein bisschen beeindruckt, wie da die Resonanz war. Es sind allerdings wirklich einige Kommentare dabei, die ich gerne nochmal hier kommentieren würde und vielleicht auch diejenigen daran teilhaben lassen möchte, die das Video nicht gesehen haben oder beziehungsweise auch die Kommentare nicht gelesen haben. Und deswegen wollte ich jetzt nochmal ein paar Kommentare vorlesen und ja, ich sag mal, ich finde einfach, die Kommentare sind es wert, hier nochmal erwähnt zu werden. Und ich lese es mal, ich versuche mich hier zu beeilen und versuche auch nicht, das zu langatmig werden zu lassen und lese dementsprechend hier mal die Kommentare mal vor, die ich auch als sehr erwähnenswert finde. Also, vielleicht gelingen mir sogar alle, müssen wir mal schauen. Nach 1,5 Jahren und 14.000 Kilometer Model 3 Long Range, nie wieder Verbrenner. Jetzt mit Erfahrung würde ich das kleine Model 3 kaufen. Also ich habe immer Model 3 gehabt, das kleine. Und damit bin ich immer gut zurechtgekommen. Beim ersten war ich ein bisschen skeptisch, aber das hat immer gut geklappt. Dahingehend konnte man sich die 10.000 Euro Differenz gut sparen. Und die Musikanlage, Fußraumbeleuchtung und die fehlende Beschleunigung, die ja vielleicht ein bisschen schlechter sind, die konnte man da gut verkraften. Und ich würde nach wie vor, wenn man jetzt nicht vielleicht in einem Wahnsinns-Skigebiet lebt und vielleicht Allrad braucht, hier die kleinere Version nehmen. Übrigens habe ich heute gesehen, dass, aber da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Und die Musikanlage ist in dem Highland jetzt mittlerweile in dem kleineren auch sehr, sehr gut. Das wurde hier auch kommentiert. Das heißt, hier schreibt MRLI, dass der Highland mittlerweile auf dem gleichen Niveau ist wie der Vorgänger, also der Long Range, mit der Musikanlage. Dann Automarke hin oder her. Bei all dieser Diskussion vermisse ich so manches mal eine gute Portion Objektivität. Leute, bleibt locker. Das hat hier der Jörg Stollenberg geschrieben. 5. Damit meint er, denke ich, dass auch andere Marken Probleme haben und nicht nur Tesla, wenn sie dann Probleme haben und dass andere Marken auch oder andere Fahrzeuge auch in die Werkstatt irgendwie müssen. Dann ich habe Angst, einen Tesla zu kaufen, weil ich 250 Kilometer zum Tesla-Service fahren muss und dann mit dem Zug wieder nach Hause. Das kann ich definitiv verstehen. Und wenn der Ranger das eben nicht schafft, dann ist es ein weiter Weg. Das ist richtig. Und das kann man verstehen. Ich denke mal, das könnte vielleicht tatsächlich ein Kriterium sein, erstmal davon Abstand zu nehmen. Es hat dann jemand reingeschrieben, du kannst ja umziehen. Aber ich denke, das ist natürlich ein bisschen zu heftig. Aber gut, dann mit den Preisen. Diese Argumente hat jemand nicht verstanden. Ich habe tatsächlich heute gesehen, dass die Preise vom kleinen Model 3 Highland runtergegangen sind. Also belehrt mich eines Besseren. Es geht hier, wie gesagt, um mein letztes Video. Und ich meine, die wären jetzt bei 40.000, von 44 auf 40 bei dem kleineren Modell. Ich meine, die haben jetzt tatsächlich das erste Mal gesenkt. Allerdings nicht die Leasingraten und sowas, das oder auch die Zinssätze. Es ist gleich geblieben. Dann schreibt jemand, den Tacho wegzulassen, finde ich auch gut. Da muss man immer nach links schielen, um die Geschwindigkeit abzulesen. Okay, es war jetzt hier rechts, aber ist ja egal, links und rechts, was soll's. Ich fahre mein Model 3 Long Range mit 134 kW. Wattstunden, also 30,4 Kilowattstunden. Ja, das stimmt, wenn man nur fährt, aber man hat ja auch so ein bisschen Luxusverbräuche. Dazu gehe ich irgendwann nochmal in einem anderen Video drauf ein. In der Regel kommt man so auf 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer in der Summe pro Jahr. Das darf man jetzt also nicht so ein bisschen unterschätzen. Die 13, die stimmen zwar schon, wenn man fährt, aber wenn man jetzt zum Beispiel den Wagen ja vorkonditioniert oder wenn man den jetzt irgendwie die Klimaanlage laufen hat oder so und der Wagen wartet auf einen und ist nicht in D, dann kommt es halt noch on top. So ein bisschen die Luxusverbräuche, so nenne ich das jetzt hier. Ich werde mir kein Tesla mehr kaufen nach meinen Katastrophenerfahrungen mit dem Service. Okay, gibt es also auch. Dann hat jemand geschrieben, der Andi V6. Die Überschrift im Video war voll daneben. Jeder, der es anschaut und einen Tesla hat, kommt sich veralbert vor.
Dann haben da manche geschrieben, also hier mein Verteidiger, der Nicht-Einschleimer, hat dann geschrieben, er wäre Tesla-Fahrer und käme sich jetzt nicht veräppelt vor. Ich habe dann den Andi V6 gefragt, ob er denn vielleicht eine andere Überschrift hätte. Und dann hat er mir auch eine geschrieben und dann habe ich die auch tatsächlich genommen. Und das ist jetzt auch die aktuelle. Und die fand ich auch sehr gut. Und weil das mit der Angst war vielleicht ein bisschen krass. Und zwar, ich bin von 2018 bis 2023 mit einem BMW i3 S gefahren. Tolles Auto mit leider unlösbaren Kinderkrankheiten. Knarzende Lenkung, knarzendes Armaturenbrett. Es ist noch im Familienbesitz und fährt sich wie am ersten Tag. Super Auto. Und er ist trotzdem auf dem Model Y gewechselt. Weil einfach das Problem ist, mit einem 30 Kilowattstunden Akku kommt man zwar gut klar bei dem BMW, aber die laden halt nicht so schnell und dann dauert es einfach zu lange, vor allen Dingen bei längerer Strecke. Deswegen ist er dann umgestiegen. Gut, die heutigen BMWs, die jetzt neu sind, die laden natürlich auch besser und schneller, das ist keine Frage. Aber er schreibt hier auch, die Ladeinfrastruktur war immer ein Problem und damit muss man einfach kämpfen und das hat man als Tesla-Fahrer natürlich irgendwo nicht. Oh, hier schreibt jemand, das muss ich mal vorlesen. Ich finde es bewundernswert, das ist der Robert, weiß ich gar nicht, Fuß, wie ernsthaft du die Kommentare zu deinen Reviews nimmst und dich davon inspirieren lässt. Deine sympathische Art und deine direkte, aus dem Herzen kommende Art zu sprechen machen dich besonders ansprechend. Ich werde deinen Kanal abonnieren, könnte mir gut vorstellen, dass ein Podcast-Format bei dir sehr gut ankommen würde, ebenso wie Dialoge. Es ist großartig zu sehen, wie du... Beste Grüße, Robert. Das habe ich noch gar nicht gelesen, das scheint neu zu sein. Also vielen Dank, Robert. Das war jetzt auch für mich neu. Danke für den Hinweis, für das Schalten auf N. Ich hatte also den Tipp gegeben auf N wegen dem Bremsen eben, dass man den Hebel da leicht nach oben halten muss und ansonsten vielleicht auch bei dem TÜV Probleme kriegt. Dann hat hier auch jemand geschrieben, ich verfolge deinen Kanal schon sehr lange und ich fahre seit 2016 rein elektrisch, angefangen mit einer Renault Zoe und seit 2021 Modell 3 gewechselt. Der Grund war ganz einfach, ich habe ein rein elektrisches Auto gesucht, mit dem man so einfach wie möglich zum Beispiel eine Reise nach Spanien machen kann. Nach viel Recherche blieb mir für mich nur das Tesla Model 3 übrig. Und was soll ich sagen, wir sind letztes Jahr zweimal nach Spanien gefahren und auch wieder zurück und haben über 4000 Kilometer auf den beiden Reisen zurückgelegt. Nie hatten wir ein Problem und wir mussten auch nirgendwo warten, um laden zu können. Haben nur an Tesla Superchargern geladen, einstecken, auf Toilette gehen, etwas Kleines essen, Kaffee trinken. Bei ungefähr 1000 Kilometer übernachten wir immer. Das haben wir früher mit dem Verbrenner auch gemacht und am nächsten Tag den Rest bis zum Ziel. Wenn man jetzt meckern will, dann wirklich nur, dass einige Supercharger etwas abseits der Autobahn liegen und man noch ein Stück dorthin fahren muss. Für mich gibt es auch kein Zurück mehr zu einem Verbrennerauto. So viel steht schon mal fest. Aber mit Tesla bin ich auch nicht verheiratet. Aber so wie du, total zufrieden. Solange das so bleibt, werde ich auch nicht die Marke wechseln. Ich war auch früher nicht an eine Marke gebunden und habe in der Vergangenheit hauptsächlich Dieselautos bewegt und bin glücklich, dass ich das nicht mehr brauche. Viele Grüße. Also ich sage ganz ehrlich, das ist ein Grund, warum ich jetzt nochmal dieses Video gemacht habe. Weil solche Kommentare, die kannst du nicht im Äther verschwinden lassen. Und ich weiß, dass viele das Video anschauen jetzt schon, aber natürlich so tief in die Kommentare nicht reingehen. Deswegen war das für mich nochmal eine Herzensangelegenheit. Und das war hier der Rainer Hütten, der das geschrieben hat vor 3 Tagen. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Es gab einige lange Texte, und die sich hier zu Wort gemeldet haben. Beim Highland ist, das wusste ich übrigens auch nicht, ist auch interessant, auch ich lerne natürlich dazu, beim Highland gibt es jetzt eine Bremswartung und zwar ist es gar kein Problem mehr. Das heißt eine Art Bremsscheibenreinigung. Vielleicht kann mir da nochmal einer in die Kommentare schreiben. Da scheint wohl irgendwie automatisch immer mal wieder, auch bei der Rekuperation, so habe ich es verstanden, ich habe das gestern mal versucht zu googeln, habe aber nichts gefunden, bei Rekuperation, dass es dann so mitbremst sozusagen, also dass es so leicht mitbremst und dadurch natürlich nicht mehr dieses Rosten, diesen Flugrost ansetzt. Also habe ich es verstanden. Das war hier der Gari Guli. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer erklären. Lieber Gruß aus Darmstadt. Vielleicht sieht man sich mal beim Laden. Der Gruß der Olli. Auf jeden Fall. Also entweder in Bensheim bin ich oft oder im Weiterstadt halt, wenn ich dann für den Hund was kaufen gehe. Da kannst du dich gerne mal anschreiben. Aber gut, diese Frage, ob das dann zeitlich passt, natürlich bei uns beiden. Lieber Jörg, ich habe mein Model 3 nun 2 Jahre, 40.000 Kilometer, bin wirklich sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Die Spur war tatsächlich nicht optimal ab Werk. Ich habe das bei E-Tech in der Schweiz einstellen lassen, nach einem Jahr wie auch die Bremsdurchigkeit wechseln lassen. Sonst alles ohne Fehler, auch die Spaltmaße und danke für den Tipp mit den Bremsen. Auch der Verbrauch ist halt super, stimmt auch, man kann mit dem Auto wirklich fahren wie mit einem Verbrenner.
Ja, Tacho ist oldschool, Verbrenner, Ölwechsel und so weiter regelmäßig durch. Ich brauche mal alles nicht mehr. Schreibt hier ISS E65. Und ja, Tankstellen, Preisschilder, nein danke. Jörg, du hast voll recht, das mit der DAG-Quote, okay. Ja, also ich mache über dem Service-Menü 1000 für meine Bremsen mit der Anleitung. Ach so, hier gibt es eine Anleitung, über das, da gibt es so ein Menü hier. Das hatte ich auch komplett vergessen. Das schreibt hier der Pelles DM. Ich mache über dem Service-Menü alle 1500 meine Bremse mit der Anleitung rostfrei, von daher keine Probleme. Da gibt es eine Anleitung hier im System und das Service, müsst ihr mal gucken, Bremsen und so. Da muss man so ein paar Dinge beachten und die dann freibremsen. Das habe ich auch mal gehört, aber wieder vergessen. Viele Sachen vergisst man ja. Das hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen, was ich da gerade gesagt habe. Ich habe das Video dazu gefunden. Davon würde ich tatsächlich die Finger lassen, weil das ist hier im Service-Menü. Ich habe es mal gerade aufgerufen. Also hier im Service-Menü und ich will jetzt auch nicht erklären, wie man da reinkommt. Da sollten eigentlich nur Service-Leute reinkommen. Und da gibt es so ein Brake-Punishing, gibt es da. Und da gibt es so eine Anleitung. Aber dieser Vorgang sollte nur von Service-Fachleuten durchgeführt werden. Also hier wäre ich sehr vorsichtig. Das mache ich nicht. Also so einfach ist es dann doch nicht. Nicht für jedermann gedacht. Und wie gesagt, ich würde da die Finger von lassen. Ich weiß zwar, wo es ist, habe es selber noch nie gemacht. Wenn wer sich da nicht sicher ist, würde ich auch nicht machen. Das nur mal ganz kurz zwischendurch. Also einfach ist doch nicht. Wir stehen ja übrigens auch, jetzt ist auch ganz neu, von einem Mega-Update wohl, das jetzt kommen soll, wo man die Karte so ein bisschen rüberschieben kann, alles größer. Normal ist es ja eher ein Weihnachts-Update. Aber dass man das jetzt schon bekommt, dann frage ich mich, was kriegen wir denn an Weihnachten? Das muss ja dann noch größer sein. Also dann schreibt jemand, ich überlege, der interessante D, ich überlege mir ein Model Y zu kaufen und warte auf das Folgemodell, was wohl nächstes Jahr kommen soll. Ich bin mir aber unsicher wegen den Akkus und ach so, weil er irgendwie, glaube ich, in einem Mietshaus wohnt und dann auch mit dem Laden und so weiter. Bessere Akkus und Technik, Ladesäule im Vorgarten und so. Da habe ich darauf geantwortet, dass ich 2 Jahre lang, 2 Jahre habe ich ja praktisch an der Steckdose geladen. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich habe 50 Kilometer am Tag, macht sagen wir mal 10 Kilowattstunden, hängst an die Steckdose 1,5 kW. Bist du mit 5, 6 Stunden hast das Ding wieder on the road. Also Steckdose geht auch und kann man erstmal mit dem Kabel machen. Ich habe das auch erstmal nicht mit der Wallbox und so gemacht. Also es geht mit der Steckdose absolut super, über Nacht kein Problem. Und man kann ja auch noch die Leistung hochziehen auf 3 kW, auf 2,5 kW. Da wird der Stecker auch nicht zu heiß, also es geht alles, ja. Also dahingehend, aber abwarten auf das neue Model Y, kann ich gut verstehen. Viele haben ja auf den Highland auch gewartet, ne. Dann Winterreifen und so weiter, sagt ja jemand, alles auch okay. Ich habe den Tesla gekauft, weil der eine Kupplung hatte und alle anderen wollten keinen verkaufen. Okay, ich hoffe, dass Tesla das Vibrationsproblem am Highland betrifft, nicht alle Modelle in den Griff bekommt. Und da habe ich auch so ein bisschen rausgehört, dass es eigentlich im Promille-Bereich liegt. Also so habe ich das hier verstanden. Und dass also viel in Foren das hochgebauscht wird, aber in Wirklichkeit doch die meisten von uns diesen Tesla fahren hier und keine Probleme haben. Und das kam auch aus diesem Video raus. Also das war so ein bisschen die Quintessenz dahinter, dass die meisten kommentiert haben, dass sie im Prinzip keine Probleme haben. Es gibt schon mal ein paar kleine, klar, aber da lassen wir halt die Kirche im Dorf, das haben andere ja genauso. Und im Endeffekt ist es so, dass das im Promille-Bereich liegt, dass es nicht so gravierend ist. Es gibt natürlich Leute, die es vielleicht getroffen hat, aber das sind ganz wenige. Aber das kann ja natürlich mit anderen Autos genauso passieren. Das ist so aus den Kommentaren, finde ich, so als Hauptaussage, als Fazit auch so ein bisschen rausgekommen. Also ich hatte ja die erste Überschrift, so keine Angst vorm Tesla-Kauf. Das habe ich dann ein bisschen entschärft. Und ich denke, das ist auch aus den Kommentaren herausgekommen, dass man das nicht haben muss. Vielleicht war Angst jetzt ein bisschen zu überspitzt. Es kam jetzt, erinnere ich mich, es kam ja dann, ich habe auch die Überschrift übernommen, Mut zum Tesla-Kauf oder so. Das war ja die Richtung, aber gut. Dann schreibt jemand, ich fahre seit einem Jahr über Tesla ohne Probleme. Also das muss ich mal vorlesen. Das war der Erol Murat 76. Er ist damit in die Türkei gefahren. Scheibenwischer, das kann er ein bisschen bestätigen mit dem Scheibenwischer da und so. Der Sturz ist bei mir okay. 30.000 Kilometer gelaufen. Service könnte ein bisschen besser sein. Gut, okay. Musste bei meinem die Spur einstellen lassen. Das war so Kosovo 68, 36.
Muss die Spuren stellen lassen. Und da haben einige geschrieben, das könnte an den Reifen eben liegen. Da gab es sogar ein Video dazu, das gucke ich mir heute Abend mal an. Das steht unter den Kommentaren drunter, dass es wohl dann an den Reifen liegen könnte. Dann hat jemand geschrieben, das hatte ich auch in einem Video genannt, das war der Andreas B5206. Tesla verkauft doch nur in Deutschland weniger Autos. Das hatte ich auch vermutet. Und Nextmove hatte die Verkaufszahlen von anderen europäischen Ländern. Also das soll wohl nur in Deutschland weniger sein, aber sonst läuft es wohl doch noch ganz gut. So hatte ich das auch verstanden. Aber ich denke, die haben insgesamt schon Probleme mit dem Verkauf. Und ja gut. Aber vielleicht ja doch nicht. Kann ja jemand nochmal drunter schreiben, ob das sich nur auf Deutschland bezieht und in anderen Ländern gut läuft. Jetzt sind ja, wie gesagt, die Preise sind ja jetzt heute, habe ich gesehen, sind gesenkt worden. Dann schreibt hier einen, den kenne ich sogar, den Viktor Efiamao, glaube ich, heißt der Kollege. Jörg aus Darmstadt, können Sie mich grüßen? Natürlich kann ich dich grüßen. Viele Grüße, Viktor. Hier vom Jörg aus Darmstadt. Angst? Nee, ich habe die Marke halt überhaupt nicht. Achso, nee, ich mag die Marke überhaupt nicht. Außerdem passt E-Auto nicht bei mir. Ich bin Mieter ohne festen Ladeplatz. Stefank 9939. Und E-Auto wäre für mich teurer und zusammen auch noch umständlicher. Ich habe keine Langeweile. Wahrscheinlich meinte er Ladeweile. Aber gut, ist ja okay. Das passt auch nicht auf jeden, denke ich mir mal, so ein E-Auto. Da muss man schon überlegen, wo wohnt man, wo ist vielleicht die nächste Schnellladesäule. Aber man kann, ja gut, ob man das in Kauf nehmen will, ne? Das muss man schon überlegen. Ja, das soll es jetzt mal gewesen sein. Und das war ja auch schon wieder eine Menge. Es soll doch nicht zu lang werden. Ich muss mich jetzt auch beeilen, denn ich wollte noch tatsächlich noch etwas, auch noch wieder noch Getränke kaufen gehen. Und wer möchte, kann ja in dem letzten Video sonst nochmal in die Kommentare reinschauen. Das waren ein paar wichtige, die ich einfach wirklich wichtig fand und hier nochmal hervorheben wollte und die auch nicht unter den Tisch fallen lassen wollte. Also vielen Dank nochmal für all diese ganzen Kommentare. Es hat mich ein bisschen beeindruckt, ein bisschen stark beeindruckt. Und dahingehend, ja, das war schon, ja, auch mit den vielen Aufrufen und so und den Daumen nach oben, das war schon, ja, es ist halt nicht selbstverständlich. Und also vielen Dank nochmal dafür. Gut, das soll es gewesen sein. Und ja, solange mir was einfällt, schießen wir noch was raus. Aber so können wir vielleicht auch miteinander kommunizieren. Und ich stock jetzt gerade ein bisschen, weil da, ob ich nicht, dass ich jetzt ein paar Kommentare vergessen habe. Aber wie gesagt, ich bin jetzt halt hier im Auto. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie, ob der jetzt da alle, aber irgendwann hat er jetzt aufgehört. Ja, macht's gut. Bis dann, der Jörg hier aus Darmstadt. Tschüss.